Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter Assassin's Creed Odyssey. Und wir sind immer noch in der Mission hier, in dem Gebiet, wo wir immer noch nicht wissen, was los ist, weil es ist eine griechische Welt, aber normalerweise ist es normal, aber wir gucken einfach. Wir haben jetzt noch ein paar Missionen noch, die wir am besten heute noch in der Folge noch schön aufnehmen können, noch ein bisschen erledigen können. Und in dem hügeligen Gebiet, Leute, werden wir weiter hoch, immer höher, Leute, immer höher. Und wir leveln natürlich jetzt auch noch ein bisschen, um halt immer stärker zu werden. Cassandra will stärker werden. Ja, und wir schauen mal, was noch passiert, Leute. Weil wir wissen ja noch nicht, was beim DLC war ja ends. Ist ja sozusagen einer von den Templer herkomme. Was mit dem los ist? Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie wir da fahren. Ja. Da bin ich mal auch gespannt, Leute. Was wir da noch alles erfahren werden. RPM kriegen wir auch nicht mehr. Okay, jetzt sind wir jetzt nur noch. Jetzt haben wir noch drei Fragezeichen und noch eine. Ja, okay, noch zwei, vier Fragezeichen. Okay. Und dann müssen wir ja da oben noch. Und dann haben wir noch sie. Oh Gott, der ist hardcore, Alter. Alter, das ist glaube ich die Nummer 1, oder? Der ist die Nummer 1, glaube ich, hier. Ja. Oder, oh ne, nicht ganz. Wer ist eigentlich die Nummer 1? Shani, der Begabte, ist die Nummer 1, Leute. Er ist der Beste zu. Ob wir das schaffen werden, hier die Nummer 1 zu schaffen, das können schwer, aber. Das könnte diesmal sehr schwer werden. Das könnte diesmal schwerer werden, glaube ich, hier die Nummer 1 zu werden. Weil dafür müssen wir noch höher Level haben. Ah, das sind ja die Jägerinnen. Das sind ja die Jägerinnen hier, Leute. Aber wir wollen hier jetzt ein bisschen. Hey, was? Der Fleischwolf? Bin mal gespannt jetzt noch kurz, Leute. Bin mal gespannt, was das ist. Ah, ist nur gewöhnlich. Ist eine gewöhnliche Waffe, ist aber mega stark. Und natürlich, wenn wir jetzt so die Gebiete hier haben, machen wir die natürlich. Tun wir die hier reinlaufen und diese Banditenlage abzerstören.
Komm einfach her. Vielleicht können die uns helfen gerade. Meine lieber diese Leute hier. Ab, haut ab. Ah, wie viele Banditen hier wieder leben. Sorry, wir brauchen keine Leute mehr, Leute. Alter, uns jagt schon. Oh, uns jagen schon wieder einer. Alter, wie viel uns die Leute immer jagen? Oh, komm, Gunnar, ja. Wie viel uns die hier jagen? Okay, hier ist ein Banditenland, glaube ich, heute hier. Ich glaube, das ist jetzt ein kleines Banditenland hier in dem Gebiet, wo wir jetzt gerade leben. Ja. Verschwinde von hier! Okay, es ist ein Spartaner. Okay, das sind auch Sparta, die wollen wir natürlich nicht haben. In Sparta wollen wir ja natürlich. Aber hier wie viele. Aber ich glaube, Holz, Olivenholz brauchen wir lange nicht mehr. Das könnte man schon fast verkaufen, Ölmolz. Das schöne alte Ölmolz. Du hast deine Nachricht an der Tafel hinterlassen. Was ist los? Der Befehlshaber der Einheit, die ich ausspioniert habe, glaubt, ich hätte Informationen an Athen weitergegeben. Vielleicht bist du dann kein guter Spion. Vielleicht nicht. Aber der spartanische Befehlshaber will mich töten lassen. Und Athen braucht die Informationen auf dieser Papyrusrolle. Das heißt also, ich soll für Schutz sorgen. Würdest du? Okay. Gut. Bleib bei mir. Okay, Herr Schock. Alles. Alter, hier wird Sparta langsam richtig niedrig gehalten, Leute. Das löst das Problem fürs Erste. Du bist wirklich eine echte Kriegerin. Du bist sicher. Ich schulde dir mehr, als ich zu sagen vermag. Ich lasse dies für mich sprechen. Das reicht. Wir brauchen das Leder, Leute. Wir brauchen das Leder, wie gesagt. So, jetzt machen wir noch die Schätze der Tiefe machen wir nicht, Leute. Dann gehen wir dahin, Leute. Und machen noch erst die zwei Fragezeichen. Und dann gehen wir ja in das an. Gucken wir mal, ob wir das noch machen will. Ja, bin ich mal gespannt, Leute. Ein Kopfgeldjäger jagt uns mal. Okay, bin ich mal gespannt, Leute. Mal gucken, ob man noch, wie viele Missionen wir jetzt noch hinkriegen, bevor es wieder hell wird, Leute. Weil es wird wieder neblig, Leute, hier.
Es wird wieder neblig. Ah, das ist wieder so ein normales. So ein normales Lager wieder, so ein Aussparter. Wo wir eh nicht angreifen werden. Das. Da greift man eh nicht an, Leute. Das werden wir eh nicht angreifen. Das werden wir eh nicht angreifen, will ich sagen, Leute. Das werden wir eh nicht angreifen. Die Dinger lassen wir immer. Wir machen vielleicht, wenn wir Nebenmissionen. Oh, Alter, hier sind aber. Oh, Ziegen sind schnell. Ziegen. Oh, das ist eine schöne. Kulte. Okay, Leute, das ist wieder Sparta. Und jetzt, ich sag, markieren wir das. Reisen schnell darüber. Und dann gucken wir einfach mal. Bin mal gespannt, was noch passieren wird, Leute. Ich bin mal sehr gespannt, was man noch schon erfahren. Ah, das Schnellreisepunkt. Guck mal, ob man gejagt werden wird noch. Können wir hier mit unserem Pferd, kommt unser Pferd noch? Dann ziehen wir vielleicht noch schneller da, Leute. Aber glaube ich auf die Insel darüber. Aber wir kommen glaube ich auf die Insel. Wir kommen glaube ich auf die Insel, Leute. Der Bär hat uns zum Glück nicht gehört. Mal schauen, was das für eine Mission ist. Wo die Geld haben wir natürlich wieder und gucken mal, was sie finden. Du hast eine Nachricht hinterlassen. Was ist passiert? Die Athener haben die Soldaten besiegt. Aber nur Narren würden sich in Sicherheit wiegen. Was hast du vor? Spartanerinnen sind keine schwachen Athenerinnen. Wir verfügen über Geld, Eigentum und Zorn. Und wir werden damit gegen ihre Soldaten und ihre Schiffe vorgehen. Also ich soll ein Athener Schiff versenken? So ist es. Oh nein, schon wieder. Gut, ich bin dabei. Gut, bitte beeil dich. Die Götter seien mit dir. Oh Gott, es. Okay, okay, Leute, dann. Okay, dann könnte man theoretisch hier dahin. Das als Markierung nennen, Leute, und gucke, ob man so hinkommt. Dann können wir das Schiff. Alter Schwede.
Okay, das Schiff könnte man machen. Guck mal. Wir bräuchten nur ein Schiff rüber. Wir müssen irgendwie ein Schiff rüberkriegen, darüber. Alter, okay, wir müssen da rüber schwimmen, das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem jetzt, Leute. Das ist halt das Problem, dass wir das Schiff jetzt rüber. Aber normalerweise müssen wir es schaffen eigentlich. Santa ist ja schief, müsste man theoretisch hinkriegen, Leute. Theoretisch müssten wir das Schiff schaffen, Leute. Es ist ja nur das Problem, rüber zu kommen, oh mein. Das ist das einzigste Problem, rüber zu kommen zum Anlegepunkt, Leute. Oh Mann, wir müssen noch ein Ding rüber. Wir müssen noch eins rüber, alle. Wir müssen noch eins rüber oben, mal hoffentlich schaffen wir das jetzt noch, Leute. Oh Mann, das ist halt das einzigste Problem, finde ich manchmal. Junge, Junge, die schwimmt und schwimmt und schwimmt. Alter, der Weg ist ewig, Alter. Echt ewig zu schwimmen. Zu den Docks, Leute. Oh Mann. Und wir sind alle, wie weit weg das Schiff jetzt ist, Leute. Wie ewig weit das Schiff weg ist. Guck mal, Leute, wo das Schiff jetzt ist. Da drüben, oh Mann. Leute, das ist heftig, aber schaffen wir jetzt schnell hin und schnell zurück. Das ist jetzt die große Frage. Boah, das Schiff rüber, schnell kaputt zerstören vielleicht. Und dann haben wir es vielleicht, oh Mann.
Okay, Leute, jetzt heißt Schiff angreifen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Einen schnellen Sieg. Bruder, Tempo! Super! Ja, Leute, das war ein Satz für nix. Ja, würde ich echt sagen, Leute, wenn wir das jetzt machen, wir, denke ich, heute schon mal früher Feierabend, habe ich mir gedacht, Leute, machen wir heute ein bisschen früher Feierabend. Würde ich fast sagen, mal ein bisschen früher Feierabend machen, weil das war nicht schlecht. War eine schöne paar Aufgaben heute, ein paar gute Missionen hat. Und dann schauen wir mal, was wir große Sache weitermachen. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt noch weiter in der Welt bleiben oder in den DLC. Werden wir in der nächsten Folge sehen, Leute. Ich bin mal gespannt. Sehr gespannt, Leute. Ob wir es schaffen, wie, was, wo, werden wir sehen, Leute. Werden wir einfach sehen. Aber ich würde damit sagen, wir machen jetzt Feierabend zum Mittag. Euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.